Lothar Matthäus hat ja auch schon ein paar Tipps gegeben heute, wie ich gelesen habe, wie man da zu spielen hat. Fünferkette oder nochmal ein zusätzliches defensive Mittelfeld. Ist das eine Variante für Sie, also tatsächlich, wie auch immer, einen mehr nach hinten zu stellen? Ich glaube schon, dass jede Mannschaft für sich zum Schluss entscheiden muss, was passt für dein Team am besten. Ja? Und natürlich hast du als Trainer immer so Überlegungen, wenn du dann den Gegner auch analysierst, was würde denn rein aus Trainersicht betrachtet, taktisch bedingt, am meisten Sinn machen? Und da hat Lothar natürlich vollkommen recht, ja, was er da sagt. Trifft er immer wirklich wieder gute Analysen und bringt es auf den Punkt. Aber du musst natürlich auf der anderen Seite auch als Trainer immer wieder schauen, was tut deiner Mannschaft gut. Ja? In welcher Konstellation hat deine Mannschaft auch Sicherheit und wie hat sie jetzt auch gut zueinander gefunden? Deswegen ist es so, immer so ein Stück abwägen zwischen dem, was sag mal, reine analytische Arbeit angeht, in der Analyse des Gegners, und zum anderen aber immer auch sehen, wie ist deine Mannschaft oder was verträgt deine Mannschaft dann auch für so ein Spiel.